Wie geht man eigentlich vor, wenn man eine Bohrung für eine Gewindeschneidung vorbereitet? In unserem Fall geht es um ein Gewinde in der Größe M3. Bevor man beginnt zu bohren, sollte man einige Dinge beachten und prüfen. Man muss Arbeitskleidung tragen und darauf achten, dass die Kleidung an den Ärmeln eng anliegt. Beim Bohren muss eine Schutzbrille getragen werden. Feine Metallspäne könnten sonst in das Auge gelangen. Die Werkstücke müssen fest eingespannt und gegen Mitreißen gesichert werden. Bevor man den Bohrer ansetzt, empfiehlt es sich, das Werkstück anzukörnen. Nun kann der Bohrer langsam angesetzt werden. Der Bohrvorgang wird vorsichtig gestartet. Mit gleichmäßigem leichten Druck in axialer Richtung wird der Bohrer gegen das Werkstück gedrückt. Beim Bohren sollte immer mit genügend Kühlschmierstoff gearbeitet werden. Zur Herstellung eines M3-Gewindes wird mit 2,5 mm Bohrern gearbeitet.